Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA. Ich will immer noch Legion sagen. Alter, ich muss so auf den Anfang immer noch rauscutten, ne? Es ist, oder halt mehrmals auf, dem ist es ganz traurig. Wer hat denn hier die Gildennotiz geändert? Viel Spaß euch heute mit Zwinker-Smiley? Um Gottes Willen. Jagdcrafts Army jetzt hier in Aldor Goldhain-Gasthaus, ne? Krasser Shit, Freunde. So, wir sind immer noch in Vol'dun unterwegs. Ja, immer noch. Wer hätte es gedacht, wir sind nach 4 Quests oder so noch nicht fertig, wollen Tagebuchseiten sammeln, wollen unseren Vulpera-Freunden helfen und hier, verbündetes Volk, Alter, please. Oder schöne Hyäne als Rassenmount und gib ihm. Ja, am besten dieselbe, wie man hier kaufen kann, damit alle richtig enttäuscht sind und rumheulen. Gut, Tagebuch, wir lesen mal. Schön. Ich schreibe das hier in einem Käfig mit einem Dutzend anderer Verbannter. Auf dem Weg in die Sande. Schön. Wo wir den Rest unserer Tage verbringen werden. Ja. Was nicht mehr viele sein dürften. An der drückenden Hitze merke ich, dass wir fast da sind. Alter, ich dachte, sie redet noch. Jetzt wollte ich hier meinem Trauerschub mal einfach Ausdruck verleihen über diesen mega traurigen Smiley mit Nase und dann hört sie einfach auf. Ja, wie man es macht, Freunde, ne? Wie man es wieder mal, das passiert mir so oft. Also, ich höre, selbst jetzt, wenn ich keinen Discord habe oder so, höre ich alle Kräuterkundler kotzen wegen Ankerkraut, ne? Aber ihr seht gerade, uns Bergbauheinis geht es manchmal nicht besser. Ne? Tolle Sache. So, nächste Seite. Die Sonne ist hinter den Dünen untergegangen. Schön. Lässt die Hitze endlich nach, die so viel wahnsinnig macht. Einer von uns hat einen Hitzschlag bekommen und etwas von einem Tempel im Süden gefaselt. Der Verbannte aufnimmt. Der wird die Nacht wohl nicht überstehen. Ja, finde ich heftig, dass sie aber direkt sagt so, boah, Hitzschlag, Spassi, guckt sie an, haha, ne, anstatt mal zu sagen, boah, klingt doch geil, oder? Und vielleicht sollten wir da mal hingehen, wenn wir eh in Sklavenkäfigen von den Sessrak und so verrecken. Ja, aber die Option ist gar nicht da. Gleich ist er, boah, Hitzschlag, oder ich beende sein Leid, so direkt erschossen, richtig gut. So, noch eine Seite. Ist ja fast wie Urlaub für mich hier heute. Schön. Von Jakrazet gesandte Attentäter haben unser Lager mitten in der Nacht angegriffen. Unbewaffnet und im Halbschlaf konnten wir uns nicht wehren. Ich habe den Verräter abgewehrt, aber es war zu spät. Die Überlebenden hatten sich in alle Winde zerstreut und sind jetzt auf sich allein gestellt. Schön. Und die letzte, Freunde. Ich bin übrigens noch da, ne? Es ist kein Walkthrough, es ist immer noch ein Let's Play, aber wenn wir sowas haben, möchte ich die Leute auch echt ausreden lassen, ne? Toll. So, letzte Seite. Ohne Nahrung oder Wasser überlebe ich nicht mehr lang. Nachdem ich den Großteil des Tages im Kreis gelaufen war, blieb mir nichts anderes übrig, als dem Rat von dem Verrückten zu folgen und mich Richtung Süden aufzumachen, um Ach. Zuflucht zu suchen. No shit? Geil, ja, da hatte ich den zwar schon umgebracht, ne, der hat mit seinem Blut noch eine Karte gezeichnet und so, aber ja, ich gehe jetzt erst dahin, ne, tolle Sache. So, Freunde, wir sind im Salzbecken angekommen und erinnert euch, in der Beta hat diese Quest gebackt, ne. Da waren wir irgendwie eine halbe Stunde, ich habe hier verzweifelt versucht, Tiere zu töten, ne, weil ich dachte, oder weil wir dachten, es gibt irgendeine geheime Möglichkeit, wie die Bussorte die fressen und so. Die geheime Möglichkeit war dann irgendwie 20 Mobs zusammenpullen, dann haben sie eingefressen. Es ist so toll, immer wieder, jetzt diese Quest auf dem Live-Server einfach funktionieren zu sehen. Und zwar ganz normal funktionieren zu sehen, ne, so Questen ohne irgendwelche Geheimtipps und Tricks anwenden zu müssen, so ohne irgendwie ein Galileo Big Picture zu sein, ne, oder aufzutreten in irgendeinem Video über die 10 traurigsten Anime-Tode, ne, Bussardmon oder so stürzt vom Himmel ins Salzbecken, weil der blöde Panda-Typ zu unfähig ist, ihn zu füttern oder so, ne, das ist einfach toll, wenn Sachen funktionieren. Freunde, ich muss wirklich sagen, ich jetzt ganz persönlich, ich bin Fan, wenn Sachen funktionieren. Vor allem Techniksachen, ja. Wenn Techniksachen einfach dauerhaft so funktionieren, wie sie es noch vor ein paar Tagen oder manchmal auch Stunden getan haben, dann bin ich schon happy. Ich brauche nicht mal immer den neuesten Scheiß so, ne. Ich habe auch, und zwar, ich wollte gerade sagen, ich habe auch einen Cousin, das stimmt gar nicht. Ich habe einen Bekannten, der ist der Bruder vom festen Freund meiner Cousine, und zwar väterlicherseits. So, wer jetzt Fragen hatte, über wen redet da? Das ist er, ja. Über wen redet er da? Genau dieser Typ ist es. Und der ist halt wirklich so komplett Apple-Geek, ne? Der hat alles. Von überall, wo Mac draufsteht, ne? MacBook, Big Mac, so, dann muss er alles sofort haben, ja. Das ist überhaupt kein Ding für den. Der hat alles auch am Start. Und immer den neuesten Shit so, ne? Ist besonders schön für seine Brüder dann und seine Schwester, weil wenn irgendwas
alles am Start ist, dann kriegen die das natürlich. Ne? Ist eine tolle Sache. Ich finde, das ist familiäre Aufteilung, oder? Das ist schön. So, mein Kind ist zwar nicht Astronaut geworden, aber es schenkt mir zumindest alles halbes Jahr irgendwie ein neues iPhone oder so, oder? So nehmen, was man kriegen kann und nicht zurückgeben. Ne? Ist doch schön. Und hier ist auch eine Weltquest, glaube ich. Deswegen pinkeln hier gerade so viele 120er ein bisschen in der Gegend rum. So hier schön auf dem Salzbecken. Ne? Lulululululu. Richtig nice, Mann. Und ja, das ist schon auch krass. Ne? Also zum einen verdient der Mann anscheinend ganz gut, weil ich glaube, es gibt billigere Sachen als Apple-Produkte. Und zum anderen ist das so genau das Gegenteil von mir. Ne? So, das kann markenlos sein, das kann scheiße aussehen, das muss funktionieren. Ne? Sage ich, by the way, auch wenn ich ein Auto kaufe. Ne? Wir hatten gestern beim Junggesellenabschied auch, hatten wir den ein oder anderen Autogeek dabei. Und dann, wenn wir da schön in Harz hochgurken, so in so ein paar Parks und Seen und whatever, wo dann auch so Biker-Treffen sind und eben auch so, wie heißt es nicht, Oldschool, Alter, Oldtimer, Oldschooler, Junge. Ich habe auch einen Schuss nicht gehört, ne? Ich bin der Typ, der am Hitzschlag gestorben ist und den Scheiß erzählt hat. Plot-Twist, ne? Ibims, so, die werden schön weggewirbelt hier, die Schweine. Und so übelst ans Auto ran und am liebsten das Auto heiraten und ablecken und Foto machen mit dem Auto, wo ich so denke, boah, ja, aber ist ein Auto, ne? Kann schick aussehen, aber muss vor allem vier Räder haben und fahren, ne? Und wenn es dann noch sicher ist, Alter, dann ist schon geil. Dann bin ich schon zufrieden, ne? Also no hate und so. Aber ich war ja auch nie der größte Formel-1-Fanatiker und so ein Kram. Und ich kann viel mehr mit Sachen anfangen, wenn sie einfach funktionieren. Ne, das ist einfach mega geil, Junge. Das ist unfassbar toll. So, nebenbei haben wir die andere Klingenwache gefunden. Ne? Sie liegt hier einfach, ist tot. Mega krass. Aber das Gute ist ja, in der Wüste, die ist noch warm, ne? Das ist das Gute daran, Freunde. Das Gute daran ist das Gute darin. Das wissen wir ja. Und das kriegt bei, oder solche Sätze kriegen dann bei solchen Situationen einfach völlig neue Bedeutungen. Ne? Meistens auch Bedeutungen, die man selber nicht mal wissen wollte. Das ist gleichzeitig das Problem dabei. Aber was willst du machen? Ne? Regel Nummer 1, Freunde, jeder macht seins. Und ich glaube, hier draußen im Sand oder das Seltenste, was du hier hast, sind irgendwie Hater von Nekrophilie. Ich kann mir das schlecht vorstellen, weil hier verreckt halt ständig alles, Mann. Haben wir weibliche Schlangenmenschen eigentlich schon mal gehabt? Haben wir Snake-Titties im Game? Freunde, ihr müsst es ganz klar so fragen. Haben wir Snake-Titties im Game? Ich meine noch keine gesehen zu haben. Ich meine mich gerade auch an keine weibliche Schlangensynchro zu erinnern. So irgendwie, ich backe Kuchen oder so, ne? Also das ist natürlich Nummer 1, was eine weibliche Schlange sagen würde, ne? Ich backe Kuchen oder irgendwas mit S. Was könnte man noch backen mit S? Muffins, ja, oder so. Richtig nice. Was gibt's noch mit S, Alter? Ich backe Sexkuchen oder so, ne? Keine Ahnung, so in Penisform und so was gibt's ja auch, ne? So ganz verschweinereitelte Bäckereien, ne? So heißen die dann. Hier zum verschweinereitelten Bäckermeister und so, ne? Wo man dann so Brustkuchen bestellen kann, so und so Penisse und so ein Kram, ne? Keine Ahnung, ich glaube, es war in irgendeiner Serie. War es nicht sogar bei fucking Pastewka, Alter? Irgendwas war da auch mal. Auf jeden Fall gibt es tatsächlich Bäcker, die davon leben, weiß ich nicht, Penisse zu backen, so. Und das klingt auch ein bisschen falsch, ne? Aber jedem seins, ne? Sind wir wieder bei Regel Nummer 1. Insofern höchst interessant, ne? Höchst interessant irgendwie. Teile, weiß ich nicht, Teile von der deutschen Bevölkerung stehen irgendwie an der Tafel an, um unsere Reste zu essen, ne? Und wir sitzen drin und fressen Peniskuchen, Alter, irgendwie. Ist dann die Frage, ne? Wo fängt der Sozialstaat an und wo hat er vielleicht schon vor Jahrzehnten versagt? Das sind vielleicht auch so Sachen, die man mal sich hinterfragen sollte, aber sicher nicht in diesem Video, nicht in diesem Projekt, nicht in meinem Zustand und vor allem nicht, nachdem man gerade über Peniskuchen und sonstige Leichenfröneleien diskutiert hat, ne? Das sollte man an der Stelle dann vielleicht nicht einschieben, aber auch ja, das, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, auch ja, Freunde, wie oft steht man morgens auch auf und denkt sich nicht ja oder ach ja, sondern auch ja, oder? Auch ja zum Tag, auch ja zum Arbeiten, ja, und einfach mal den ganzen Tag und auch das Wochenende Deutschsein durchziehen, ja, für meinen Betrieb ziehe ich in den Krieg und so, ja, das sind die Sachen, vorher müssen wir auch immer wieder am Start haben, das ist auch so ein Ding, das konnte ich zum Beispiel nie nachvollziehen, so, ne, ich habe zum Beispiel auch Familienmitglieder und Freunde, wir haben Takasch gefunden, das Schwert zumindest, diese Klinge wurde vor kurzem im Kampf eingesetzt, Blut daran ist noch frisch, oh, wir sollten mal schauen, oder stand da jetzt was wegen dem Leichnam, der ist doch nicht hier, ne. Da kein Leichnam in der Nähe zu sehen ist, scheint der einzige Träger ankommen zu sein, genau. Die so sagen, boah, ja, ich kann jetzt nicht krank machen, dann sind meine Arbeitskollegen allein und es bleibt dann bei denen hängen und so. Mir geht's also nicht mal so wegen Blaumachen, so irgendwie Krankenschein für BFA, sondern die sind wirklich krank, die sind erkältet, die haben irgendwie ein geschwollenes Bein, was weiß ich, jeglicher oder ein Wespenstich oder I don't fucking care, ne? So, sucht euch was aus. Und denen geht's dann wirklich nicht schlecht und die könnten sich berechtigt, weil sie krank sind, krank schreiben lassen. Ja, vielleicht auch nicht mal, um sich auszukurieren, aber auch um Ansteckungen zu verhindern und so ein Kack. Hier war doch eben was. Oder nicht, Junge? So bescheuert bin ich aber auch noch nicht. Oder doch? Oder doch? Gottes Willen. Ich dachte, da war gerade Sternmoos, Junge. Scheiße. Und da sagen die dann, boah, kann ich nicht machen, sind meine Kollegen alleine und so, ne?
Und das juckt mich gar nicht. Dafür sind es ja Kollegen und nicht Freunde. Ja? Dann sollen sie zusehen. So, da war ich noch nie so. Ja, das ist für mich. Das ist mir völlig egal. Ja, also, weiß ich, es ist ja immer ein Unterschied, wenn man so kleines Unternehmen ist, familiäres Unternehmen, man ist befreundet mit dem man da oder so, klar, will man nicht hängen lassen, aber ansonsten, Alter, ging mir noch nie mehr am Arsch vorbei als irgendwie meine Gruppenmitglieder in der Gruppenarbeit oder so oder irgendwie, keine Ahnung, ja, so mal Kollegen bei irgendeinem Praktikum oder so ein Kral, war mir immer völlig Latte so, ja, wenn es mir nicht gut ging, ging es mir nicht gut und ab dafür, ja, fertig, so, Freunde, Schuhe. Boom. Okay, wir haben jetzt hier natürlich die Schlangen geschlachtet und ihre Habseligkeiten zurückgeholt, ne? So ein bisschen Krimskrams, so Pira-Krimskrams, man kennt das, ne? Ah, toll, Freunde. Ja, wie oft steht man morgens auf und denkt sich, auch ja, wohl Pira-Krimskrams, oder? Also von mir persönlich, zumindest kenne ich es. Ne? Das muss man an dieser Stelle dazu sagen. Und wir haben gerade jetzt hier in diesem Part ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir, glaube ich, in den vorherigen tatsächlich ein bisschen über Story geredet haben, ein bisschen über das, was auf Allianzseite passiert, also, ne, wie das gesplittet ist, so, was so auf Allianzseite abgeht, was wir gar nicht mitbekommen. Da haben wir auch in Streams drüber geredet und über die Story, über Voldun, wir hatten viele Sprachsequenzen. Und jetzt hatten wir mal einen Part, wo ich mal so ein bisschen das Angestaute der letzten, ja, Dialogoptionsblockaden quasi brechen konnte, ne, und so ein bisschen mal frei Schnauze über das reden konnte, was uns alle bewegt, nämlich der Friseur dieser Alpakas, ne, mega krass. Wir haben uns letztens mega gefreut, weil wir ja beides geisteskranke Nerds sind, ne, als wir im Zoo waren und die hatten Alpakas, Mann. Das war ein ganz neues Lebensgefühl und die waren auch noch rasiert, ne, die waren so geschoren. Gut, sie waren auch braun. Sie waren nicht weiß, aber sie waren auch geschoren. Ihr müsst euch quasi vorstellen, die Alpakas, also nicht so nackt, nicht wie diese Katzen ohne Fell und so, ne? Aber schon geschoren, und zwar hier ab Hals, abwärts, ne? Ganzer Körper, paar Puschel an den Beine, Schwänzchen noch dran und oben so das Fell gelassen auf dem Kopf, ne? Und einer hat es so vom Hals auf, als hätte er so eine Löwenmähne, ne? War toll, ein Löwenalpaka, Freunde. Über sowas freut man sich dann, ne? Über sowas freut man sich dann plötzlich wieder, ne? Gehst da ran, 100 Kilo, 1,97, Digga, und gib ihm, ja, und dann Alpaka! Geil, Geheimnisse im Sand. Was habt ihr gefunden? Ja, Seite aus dem Notizbuch. Das ist Rageras Handschrift. Ich würde sie überall wiedererkennen. Nice. Ja, ich habe sogar ihre Stimme gehört. Okay. Yorana hat die Gefahren gekannt, als sie in die Wüste gezogen ist. Aber ich fühle mich trotzdem schuldig an ihrem Tod. Ich kann bloß hoffen, dass es Tarkash irgendwie in Sicherheit geschafft hat. Ich finde, Tarkash ist ein starker Name, oder? Tarkash? Das ist ein starker Name. Ich glaube, wenn ich türkischer Herkunft wäre, dann würde ich sehr gern Tarkash heißen. Oder Trollischer, wie so ein türkischer wegen Tarkan, ne? Boy, nächstes verbündetes Volk, türkische Trolle. Sehr schön. Kampf um Krimskram. So, haben wir Krimskrams hier. Ihr seid weitaus kompetenter, als ihr aussieht. Ja, habt ihr gemerkt, wie die Mucke gerade angehalten hat in-game auch, ne? Sofort der Hafenspieler im Hintergrund. Junge, dann lasse ich mir aber nicht von einem Fuchs mit irgendeinem Teebeutel um Hals sagen, ne? Ihr seid kompetenter, als ihr aussieht. Holt den Wagen und stellt euch darauf ein, ein paar Sachen am Hafen abzuholen. Unsere neuen Verbündeten können mitfahren und ihre Suche fortsetzen. Das ist aber nett. Zeit, Nishas Plan in die Tat umzusetzen. Die Sethrak werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. So, oder? Das ist der Lifestyle, Freunde. Klingewache Kaya. In Rageras Notizbuch steht, dass sie unterwegs nach Süden ist. Das ist die einzige Spur, die wir haben. Mera will auch dahin und hat uns eingeladen, mitzukommen. Dann fahren wir mit, würde ich sagen. Oder mit Mera und dem Mera-Mobil und ihren 1000 Großmütterschwänzen hier am Wagen. Ich hoffe, die NPCs reden gleich wieder, Alter. Wir driften irgendwie etwas ab. Wir sind bereit. Seid vorsichtig, Mera. Die alten Trollstraßen sind gefährlich für unsere Wagen. Ja, vor allem mit den Rädern. Bin ich doch immer. Keine Sorgen machen. Ich hab das total drauf. Aber haltet euch besser fest. Nur zur Sicherheit. Ich halte mich an meinem Bein fest. So, als wäre ich an der Tischkante gestolpert. Irgendwie halte ich das Bein, oder? Okay, wie Alpakas hüpfen, oder? Es sind einfach tolle Tiere, Mann. Ist im Süden. Da läuft schon seit Jahren kein Schiff mehr ein. Aber es ist unsere beste Chance, die Sachen zu finden, die Kiro und Nisha für ihren Angriff auf die Sethrak brauchen. Sand und Wasser. Schön. Ich weiß wieder nicht, wann sie weiterredet, Freunde. Es ist ganz unangenehm. Sie glauben, dass diese Ödnis einmal das Juwel des Trollimperiums war? Ein Dschungel voller Leben. Was davon noch übrig ist, liegt jetzt unter den Sand begraben. Ah, Uldum-Flashbacks. Wie kann Rakera an so einem Ort überlebt haben? Wohl gar nicht. Die meisten eurer Art können das nicht. Naja, nicht mehr. Ja. Ich werde sie finden. Oder beim Versuch sterben. Boom. Das war eine Ansage. Oder das ist nicht hier, ja, Suchaktion. Stopp die Karawane. Da vorne ist was. Suchaktion, so nach 10 Stunden können wir nichts finden, Feierabend. Nee, sondern hier, so oder beim Versuch sterben. Sehr schön. Da ist er doch. Das ist Rakeras Schild. Wo ist sie? Was habt ihr mit ihr gemacht? Das ist er doch nicht. Das ist Chakrasets Schuld, nicht meine. Rakera ist der Grund, warum ich noch lebe. Ja.
Aber Feuerholz hat sie dir trotzdem nicht dagelassen. Ne? Wenn wir, Freunde, wenn wir alles so wie hätten wie Feuerholz in der Wüste, oder? Wir wären die Reichsten, Alter, wirklich. Die Spur der Kriegswache. Ah, ihr wollt die Kriegswache suchen. Sie ist der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin. Ach. Grostok der Schwarzherzige, Alter. Gebt euch ihr auch so viel, dass ihr nicht eine Terlunge, sondern Terherz habt, Alter. Heftig. Eine Gruppe von uns wird hier zum Sterben zurückgelassen. In unsere erste Nacht im Lager haben mich die erstickten... Was? Die erstickten Schreie von anderen Verbanden geweckt. Jakaset hatte Assassinen in unser Lager geschickt, die nach Rakra gesucht haben. Ihr Anführer Grostok ist auf mich losgegangen, aber Rakera hat eingegriffen. Sie hat ihn bis in die Dünen verfolgt, aber das ist schon Tage her. Wenn ihr auf Grostok trefft, könnt ihr ihm gleich eine Klinge in sein dunkles Herz rammen. Machen wir. Wenn der Verbannte behauptet, dann müsst ihr das untersuchen. Aber Vorsicht, Jakaset könnte noch dort sein. Ja, hauen wir gleich mit um den Pisser, oder? Der wollte uns ja von Anfang an nicht haben. Und zweite Quest natürlich so ein bisschen die Habseligkeiten hier von den Verbannten sammeln. Ist aber auch schön, ne, dass man die nicht nur verbannt, so als wär's nicht schon kopffick genug für dich, wenn du so aus deiner Umgebung gerissen wirst und dann irgendwie in der Wüste leben musst, ne? Nein, dir werden auch noch Assassinen hinterhergeschickt, so, damit, wenn du denkst, oi, heute mal nicht nur Sand irgendwie im Getriebe, ne, in welchem auch immer, Alter, Alter, dann kriegst du noch ein Messer beim Duschen in den Rippen, ne, wenn du im Sand duscht oder wie heißen diese kleinen Pelzbiller, wie heißen die, Chinchillas, ne? Wie so Chinchilla so im Sandbad wälzt und dann kriegst du ein Messer in den Rücken. Also toll ist das alles nicht. So. Nicht besser als ich. Doch. Mein Blut klebt an euren Händen. Und gebt euch auch den Dolch, ne? So richtig räudig mit so einem Stück, blockendem Holz hier auch noch, wo auch noch mal eine kleine Spitze drauf ist, die euch dann so irgendwie am Nacken kitzelt. Ne, hihi, ich hab dich gerade erstochen von hinten beim Sandduschen, Alter. Fucking Chinchilla-Hasser, ich raste aus, wirklich. Gut, das war einfach, weil der den schon angegriffen hat. Ne, ich glaube, die Grundszene war, dass da Jakaset auch noch mitstand, wenn ich mich nicht irre. Also der Boy ist hier aktiv, ne? Ist nicht mal so, als macht er hier auch groß verdecktes Spiel. Der ist sich so unfassbar sicher in dem, was er tut, dass er auch wieder überhaupt keinen Schiss hat, dass irgendwas schief gehen könnte, ne? Punkt für uns. No, ich wollte die gerade zusammenziehen und wirbeln. Hunter Line. Mann, der Hunter hat definitiv nicht Geduld geskillt, Alter. Wie Onyx, oder? Aber was war das toll, ne? Gelbe Edition vorne, erste Arena, ne? Schön Rocco. Rocco mit Pikachu als Starter-Pokémon ist einfach GG, ne? Und dann setzen seine Viecher immer Geduld ein, Mann. Und, ne, Geduld ist so die Attacke, wo die so rundenlang... Das habe ich noch nicht als T-Mog-Vorlage, als zweite. Wo die so rundenlang Energie speichern, ne? Du kannst komplett draufholzen so. Und dann kannst du die killen, bevor die Attacke überhaupt loslassen, ne? Und dann war es egal, wie scheiße du und deine Viecher sind, waren, bleiben, ne? Du haust schön auf die Fresse, solange das Energie speichert. Und kurz bevor der das rauslässt, ist er entweder tot oder du setzt vorher schnell dein Raupi ein oder so, ne? So, Raupi, hier, fang mal den Schlag ab, bam, Raupi ist Matsch, ne? So, und dann ging's nochmal weiter und wieder Geduld von vorne. Das war schon toll damals, ne? Das war damals Gameplay, Freunde. Muss man sich auch mal vorstellen. So, boah, alte Games, immer Beste und so. Und dabei alles für'n Arsch, Junge. Dabei eigentlich alles für'n Arsch, oder? Ja, ist schon schön. Ich mag ja Nostalgie. Wir haben in einem der letzten Streams auch wieder mega über Nostalgie geredet. So über alte Serien, ne? Und nicht nur über alte Animes und so Pokito RTL 2, Super Toy Club, Whatever Zeit, sondern so über alles, Alter. Von Meister Dax und seine Freunde, Kapp und Kappa und als die Tiere den Wald verließen und Flint Hammerhead und alles so Sachen, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ne? Das war schon wirklich toll. So, ich habe mich bei Sway auch gebufft, Brudis, ne? Viele von euch haben geschrieben, Digga, ich bin Krieger-Man und ich will mich nicht zwangsweise umbringen in deinen Parts, außer beim PvP, ne? Aber buffen wäre geil. Ja, und ich werde versuchen, dran zu denken und ihr wisst, das ist nicht gelogen, aber es wird schwierig, ne? Es wird schwierig, dieser Tage, Freunde. Menschen des Westens, ne? Dieser Tag ist noch fern. Ihr habt Jakaset gesehen, ja. Ja, hab ich gesehen. Warum sollte er versuchen, in die alte Pyramide einzubrechen? Ja, da ist ein mieses Geheimnis drin, ist doch logisch, Mensch. Habt ihr unsere Sachen bekommen? Haben wir. Jurak untersucht kurz die Säckchen. Da fehlt eine ganze Menge. Hoffentlich ist noch genug für eine Opfergabe da, natürlich. Das ist auch seine größte Sorge, ne? Ehrentroll, Alter. Er hat eigentlich alles verloren. Er ist verbannt, er ist Assassinen entkommen und so. Und kommt jetzt hier in die Rotkäppchen-Fuchs-Gang. Ja, mega krass, kriegt gleich auch so einen coolen Teebeutel um den Hals gehangen. Dann ist er einfach dabei. Gang, Gang, Brudi, was los? Und seine Sorge ist, dass er seinem Gott, ja, seinem Schutz geweiht und whatever, nicht genug Opfergaben darbringen kann. Also das ist schon ehrenhaft, ne? Also das ist schon, ja, das ist mal positiv, ne? Positiver Religionsaspekt hier mit am Start, schön, ne? Schön, dass hier nicht immer sich alle nur kloppen und so, sondern dass einfach alles gibt, Mann, für die Gang. Toll. Liebe Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part, ne? Ich muss jetzt erstmal meine Plattenstiefel auskippen und den Sand raushauen und dann setze ich mich hier neben diesen gechillten Dude und wir machen dann weiter in Voldun mit schönen Quests. 72% schon, ne? Geht. Nichts mit langsamstes Level-Projekt, ah. Bin ja kein Hexer, Freunde. Bis dahin, haut rein.
Tschüss.